Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da, heute mit den neuen Informationen aus dem neuesten Pack der Starterbook Weaver Cards. Es wird spannend! Fangen wir direkt mal bei Carrot an. Sie ist noch 15 Jahre jung und hat es bereits in einem sehr jungen Alter geschafft, ihre Zulong-Form unter Kontrolle zu kriegen. Was aber bei ihrer Karte besonders interessant ist, ist die Tatsache, dass sie eine andere Farbe hat wie die der anderen Minks. Wenn ihr die Karten des Starterbooks schon einmal gesehen habt, wisst ihr, dass die Farben der Karten dafür stehen, zu welcher Gruppierung ein Charakter gehört. Alle Minks haben eine dunkelgrüne Farbe, nur Carrots Karte ist leicht hellgrün. Hier steht noch offen, ob dies einfach nur ein Fehldruck der Karte ist oder ob es bedeutet, dass sie vielleicht zukünftig irgendwo anders hingehört. Meine Erklärung dafür ist, dass die Karte zwar grün ist, weil sie ein Mink ist, aber einen anderen Ton bekommen hat, weil sie später mal zu den Strohhüten gehören wird. Marine Vizeadmiral Bastille ist 38 Jahre alt und satte 2,91 Meter groß. Er stammt aus der Grand Line. Zudem beherrscht er auch Observations- und Rüstungshaki. Edward Weevil ist 35 Jahre alt, 6,80 Meter groß und somit größer als Whitebeard und stammt ebenfalls von der Grand Line ab. Er beherrscht ebenfalls Observations- und Rüstungshaki. Das Ganze würde also bedeuten, dass Whitebeard zur Geburt von Weevil 39 Jahre alt gewesen sein muss. Was mir aber jetzt erst aufgefallen ist, als ich mir Weevils Waffe mal genauer angeschaut habe, sie sieht haargenau aus wie die von Whitebeard. Könnte es möglich sein, dass es sogar Whitebeards Naginata ist? Immerhin, das letzte Mal gesehen haben wir die Waffe am Whitebeards Grab. Jeder, der das Grab findet, kann sich also der Waffe bedient haben. Vielleicht so auch Weevil. Zudem bekommen wir auch noch Weevils Blutgruppe, welche S ist, und das ist aus einem Grund interessant. In One Piece verhalten sich die Blutgruppen gleich wie im Real Life. Das bedeutet, aus den Blutgruppen der Eltern lässt sich schlussfolgern, welche Blutgruppe das Kind haben könnte. In echt verhält es sich so. Wenn wir jetzt unsere vier Real Life Blutgruppen mit den Blutgruppen aus One Piece austauschen, ergibt sich also bei Weevil folgendes. Whitebeard hat Blutgruppe F, was bei uns also B wäre. Miss Buckin hat Blutgruppe S, was bei uns Blutgruppe 0 wäre. Somit kann also, wenn Weevil wirklich das Kind der 2 ist, er nur die Blutgruppen 0 oder B haben, also in One Piece F oder S. Und es wurde bestätigt, dass Weevil die Blutgruppe S hat. Dies bedeutet noch lange nicht, dass er wirklich Whitebeards Sohn ist. Aber wenn er jetzt zum Beispiel Blutgruppe X oder XF gehabt hätte, hätten wir sicher sagen können, dass einer von beiden nicht das Elternteil von Weevil ist. Miss Buckin selber ist 76 Jahre alt, somit 4 Jahre älter als Whitebeard, der kleine Toyboy. Und sie ist nicht mal einen Meter groß, genau genommen 68 cm. Sie hat Blutgruppe S und stammt aus der Grand Line. Sunisha ist 35 Kilometer groß. What the fuck? Seine Blutgruppe wurde nicht genannt und er stammt aus der Grand Line ab. Sein Geschlecht ist als unbekannt deklariert und er wurde erst zum Herumlaufen gezwungen, nachdem das Mokomo Dukedom auf seinem Rücken gegründet wurde. Was meine Theorie wieder aufleben lässt, dass im großen Krieg Sunisha sich zurückgezogen hat, weil er die Minks auf seinem Rücken so lieb gewonnen hat, dass er sie nicht sterben sehen wollte. Damit hätten also die Minks im großen Krieg nie mitgemacht. Kommen wir nun zu Jack. Er ist ein dunkler Riesenzackenbarsch-Fischmensch, ist 28 Jahre alt und 8,30 Meter groß und somit größer als Kaido. Er stammt aus der Grand Line. Warte, 28 Jahre? Das hieße ja, bei der Eroberung Wanos war er gerade mal 8 Jahre alt. Okay, also das ist echt strange. Klar, er ist riesig, selbst mit 8 war er vermutlich schon recht groß. Oder könnte es sein, dass es damals einen anderen Jack gab? Seine Teufelsfrucht ist nun offiziell als Elefantenfruchtmodell Mammut benannt worden. Inuarashi ist 40 Jahre alt, 3,22 Meter groß und sein Lieblingsessen sind Knochen. Wie auch zu erwarten von Mund. Er ist nun auch bestätigter Nutzer von Observations- und Rüstungshaki. Nekomamushi ist ebenfalls 40 Jahre alt und 3 cm kleiner als Inuarashi und sein Lieblingsessen ist Lasagne. Typische Garfield-Referenz. Komischerweise, im Gegensatz zu Inuarashis Karte steht bei ihm kein Haki drauf. Hm. P
Petro ist nun auch ein bestätigter Observations- und Rüstungshaki-Nutzer. Vito ist 36 Jahre alt und stammt aus dem West Blue. Sein Kopfgeld beträgt 95 Millionen Berry. Goti ist 33 Jahre alt und stammt ebenfalls aus dem West Blue und hat ein Kopfgeld von 90 Millionen Berry. Karma ist bestätigt als Octopus-Fischmensch. Vitan ist ein Cyborg. Und Kendre ist nun bestätigt der Bruder von Marine Typi Andre. Welchen Grad hat er nochmal? Weiß ich nicht mehr. Aho Desunen ist einer der Noblen von Goa. Sein Name übersetzt sich zu "Ich bin ein Dummarsch". Das fand ich einfach so geil, das musste ich reinbringen. Aho Tsuraku, Desunens Tochter. Ihr Name übersetzt sich zu "Dummarschgesichtiges Mädchen" oder "How rude of you". Harizu Kendio ist der Name des Piraten, den Kid in der neuen Welt gefangen nahm. Sein Name übersetzt bedeutet "Ich wurde gekreuzigt". Wie passend. Bartholomeus Bär ist nun bestätigt als geboren im South Blue im Sorube-Königreich. Das bestätigt somit auch, dass eben dieses genannte Sorube-Königreich im South Blue liegt, derselben See, von der auch Bonnie stammt. Interessant, interessant. Vielleicht hat sie ja doch eine Verwandtschaft zu Kuma. Komischerweise ist das Haki-Segment bei Kuma leer, ob er wirklich keinen Haki beherrscht als Samurai der Meere und Revolutionär? Wäre irgendwie ein bisschen komisch. Dr. Hogback ist 47 Jahre alt und stammt aus dem West Blue. Absalom war zum Zeitpunkt seines Todes 36 Jahre alt und stammt ebenfalls aus dem West Blue. Es ist auch wirklich bestätigt, dass er wirklich, wirklich, wirklich tot ist. Perona, na, wer hätte es geraten, stammt ebenfalls aus dem West Blue. Ryuma, der Meister Samurai, war zum Zeitpunkt seines Todes 47 Jahre alt. Wow, recht jung, muss ja ein starker Gegner gewesen sein. Er ist in Wano geboren, genauer gesagt in der Ringo-Region. Sein Spitzname ist Shimotsuki Ryuma. Komisch ist, dass es nicht offiziell als sein Name genannt wird, aber als sein Spitzname. Shimotsuki ist auch gleichzeitig der Name von Tonoyasu. Sind die zwei miteinander vielleicht verwandt gewesen? Zudem ist Shimotsuki auch der Name von Zoros Heimatdorf. Alles sehr eng miteinander verwoben. Wer sagt jetzt noch, Wano ist nicht Zoros Ark? Charlotte Lola hat ein Kopfgeld von 24 Millionen Berry. Gecko Moria stammt ebenfalls aus dem West Blue, sein Kopfgeld von 320 Millionen Berry hatte bekommen, bevor er gegen Kaido kämpfte. Moria hat zudem gegen Kaido auf Wano Kuni gekämpft. Die Thriller Bark wurde erst nach dem Kampf gegen Kaido sein Schiff. Oz war zum Zeitpunkt seines Todes 159 Jahre alt und er stammt aus dem North Blue. Haridas ist 97 Jahre alt und er stammt aus Birka. Und das ist richtig krass. Kam er auf die Wetterinsel erst nachdem Enel Birka vernichtet hatte? Oder war er schon davor auf der Wetterinsel? Weiß er überhaupt, dass Birka nicht mehr existiert? Auf Veteria dreht sich ja alles um die Wissenschaft des Wetters. Was man bisher von Birkanern so gesehen hat, schien es mir immer, als sei dies eine Insel, die mehr religiös angehaucht ist. Könnte gut sein, dass er von Birka floh, weil man dort nichts von seiner Wissenschaft wissen wollte. Herakles ist 50 Jahre alt und stammt aus dem South Blue. Und zu guter Letzt bekommt Kong noch eine schöne Beschreibung. Der Commander-in-Chief der Weltregierung. Ein Mann, der höher steht als jeder einzelne Soldat in der Marine. Seine Hauptaufgabe ist, die militärische Streitmacht der Weltregierung zu kontrollieren und zu steuern. Und das waren alle Informationen aus diesen Packs. Nächsten Monat kommen nochmal zwei Packs und dann ist, glaube ich, vorerst mal Schluss mit der Databook Weaver Card. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like und einem Abonnement. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.